Hallo und herzlich willkommen zurück zu To the Moon. Hier sind wir wieder. Yo! Wir haben jetzt das Geheimnis rausgefunden, was da passiert ist, warum die kindlichen Erinnerungen nicht vollständig erreichbar waren. Es waren Beta-Blocker. Ja, und Dr. Watts zum Beispiel hat auch ein Geheimnis irgendwie. Er nimmt Schmerztabletten, was er ja behauptet, dass es wegen einem Unfall passiert ist, dass er da irgendwelche ganz starken Tabletten nehmen muss. Was ich aber nicht so ganz glauben kann. Und seine Kollegen meinte, er ist vielleicht abhängig. Wir wissen es nicht genau. So, wir müssen wieder zurückreisen, müssen wieder auf den Ball. Wir sind nicht genau da an der Einstiegsstelle jetzt gewesen, wo wir hin müssen, aber wir werden hier gleich wieder sein. So. Da hat sie nochmal so komisch geguckt hier. So ein kleines Ding und es macht uns so viel Ärger. Ich könnte es zum Mond schießen. Schätze, wir können jetzt nur das Signal senden und hoffen. Gut, bereit? So. Irgendetwas passiert. Schnell, sende es nochmal. Was ist los? Oh oh. Doktor, da stimmt was nicht. Was? Übernehmen Sie für mich, Lilly. Sein Zustand hat sich destabilisiert. Ich muss die Medikation anpassen. Was passiert mit diesem Ort? Er ist instabil geworden. Raus hier! Was? Raus aus seinem Gedächtnis! Sofort! Wieso? Solange das System so instabil ist, kann jeder, der sich hier befindet, bleibenden Schaden nehmen. Du machst Witze. Warum lockst du die nicht dann aus? Ich kann nicht, Neil. Wenn wir uns beide auslocken, ist unsere bisherige Arbeit verloren. Und wir haben nicht mehr genug Zeit, alles nochmal zu machen, Johnny. Bevor Johnny... Ach du Blöde! Erzähl mir doch keinen. Wir sind ja nicht im Kinofilm und du bist nicht die Heldin. Du bist einfach nur bescheuert. Aber du bist ein Held, oder wie? Mach, dass du hier rauskommst. Vergiss es. Wenn du weg bist, stecken sie mich wahrscheinlich in ein Team mit Alastair. Weißt du, wie der Mann stinkt? Schlimmer als das überfahrene Vieh. Verdammt, Neil. Das habe ich nur davon, dass ich dir geholfen habe, dich durch den Eignungstest zu mogeln. Was? Puh. Doktor? Alles im Griff. Vorerst. Okay. Da ist immer noch der Spalt. Und weißt du was? Dein Karottenkuchen ist ekelhaft. Warte mal. Ja, und bei der letzten Weihnachtsfeier, da hattest du... Oh. Komm, lass uns gehen, bevor das doch mal passiert. Weißt du, ich hab's nicht wirklich so gemeint. Also, dass du bescheuert bist und so, ne? Ich allerdings schon. Ja. Können wir da jetzt nochmal? Augen zu und durch. Okay, jetzt wollte ich nochmal nach drüben. Ich hab gedacht, es geht nicht. Ach so, ja. Das beamt uns jetzt anscheinend an den richtigen Platz. So, da ist so eine lustige Wippe.
Selbst gebaut wahrscheinlich. Oder ist sie von Ikea? Keine Ahnung. Nee, es soll nicht heißen, dass es schlecht ist, das Material, ja. Es hat funktioniert, ich kann es kaum glauben. Wir sind ja da tatsächlich durch. Aber ich bin jetzt nicht mehr sicher, ob es mir hier gefallen wird. Wieso? Sieht doch alles ganz friedlich aus. Neil, vorhin in Jennys Zimmer. Ist dir da nicht etwas Seltsames aufgefallen? Was genau? Da war etwas Seltsames, hast du es nicht gesehen? Ich glaube nicht. Ja, mir ist da auch nichts direkt aufgefallen, nur dass sie sich nochmal umgeguckt hat. Schon gut. Ich hoffe nur, dass ich Unrecht hatte. Gut, okay. Sie führt wieder. Tötet. So, warte mal. Ah ja, jetzt ist das hier oben rot geworden. Haben wir irgendwas im Inventar? Buch mit Box mit Verwesungsgeruch. Sonst haben wir ja keine Notizen mehr, ne? Ein echt cooler Typ. Dr. Watts. Joey, Spitzname, lalala. Boah, das scrollt so schnell durch hier, da kam ja fast nicht her. Naja, ich habe gedacht, wir hätten vielleicht diese Schmerztabletten noch hier, aber das scheint keine Notizen jetzt hier zu sein. Nur die Beta-Blocker. So, da sitzt Mami und er. Okay. Da ist ein Auto. Ich weiß nicht, wer es sagt. Wow, das klingt fabelhaft. Ich weiß, okay. Irgendwann musst du sie mal dorthin mitnehmen. Ach, das ist sie da. Weiß nicht, wer sich da mit wem unterhält. Also, wer das ist hier. Doch, ich weiß schon, dass es die Mutter ist. Jetzt laufen wir mal hier rüber. Ha, sieht so aus, als würde sich der Ball von alleine bewegen und er nur hinterher rennen. Meinst du? Das sieht doch... Na doch, teilweise schon. Himmel, die Zeitüberladung gerät außer Kontrolle. Sieh dir mal an, wie viele Exemplare von ihm hier sind. Es ist ein regelrechter Zoo. Ja, vielleicht haben diese Beta-Blocker halt da auch ein bisschen durcheinander gebracht. Bleib mal stehen. Kann ich gar nicht anklicken hier. Ja, das ist eine Lupe und wir können das nicht hier. Oder wenn wir hier... Wenn wir ihn entgegenlaufen? Nee. Da ist noch einer. Komisch. Warte mal. Das Auto gefahren ist hier. Das... Alles verdankt wird dem Opfer unseres kleinen Freundes hier. Ich hoffe es. Tja. Aber da ist zufällig hier auch einer überfahren worden. Deswegen stinkt es ja dann auch so, oder wie? Deswegen hat er sich daran erinnern können jetzt. Oh Gott, sieh mal auf die Uhr. Ich mache mich besser auf den Weg. Das Geschäft macht heute früher zu. Pass auf dich auf, Martha. Grüß die Jungs von mir. Mach ich, sehen uns. Okay. Was hat es damit zu tun? Tja, das ist wohl eine Sackgasse. Und worauf wolltest du hinaus? Vergiss es einfach. Vielleicht hatte ich mal Unrecht. Schau nur, dieser Ort, er ist so friedlich. In dieser Erinnerung existiert nichts, das etwas auslösen könnte, außer... Verdammt, ich Idiot! Wir müssen umkehren, sofort! Moment mal, was ist denn jetzt schon wieder? Halt, einfach die Klappe und komm! Okay.
Hat es was mit dem Auto zu tun? Okay, jetzt läuft auf einmal weit mit dem Ball. Oh, nee. Nee. Ah, nein. Oh, nein. Nein. Oh Gott. Ein Unfall. Oh mein Gott. Aber Johnny ist doch nicht angefahren worden, er lebt doch. Verstehe ich jetzt nicht ganz. Da hat er da irgendwie ein Trauma bekommen vor irgendwas? Ich verstehe das nicht. Ja, ich auch nicht. Er war bewusstlos. Wie können wir das hier sehen, wenn er es selbst niemals gesehen hat? Ja, das ist schon sehr eigenartig. Das kann er sich ja jetzt nicht ausgedacht haben oder so. Da muss noch eine dritte Person gewesen sein. Oder er war nicht derjenige, der überfahren worden ist jetzt gerade. Oder angefahren worden. Jedenfalls ist es ein Wunder, dass er überlebt hat. Eigentlich hat er das ja auch nicht. Hä? Was? Hast du dir sein Zimmer nicht angesehen, Neil? Johnny hatte ein Etagenbett. Ja, doch, jetzt wo ich es sage, da war, ja, doch. Es war ein Doppelbett drin gestanden. Hatte er vielleicht einen Zwillingsbruder, der genauso aussah wie er? Ein Zwillingsbruder, und der ist jetzt hier von der Mutter überfahren worden. Joey! Oh mein Gott, ich hab recht. Ein Zwilling. Joey, kannst du mich hören? Joey! Mami, warum hast du Joey erfahren? Mom, warum? Warum hast du ihn erfahren? Joey, wach auf, Joey! Wach auf! Und der war anscheinend sofort tot. Ja. Joey? Ja, John und Joey, die waren Zwillinge. Auch wenn sie noch so klein waren. Einen Zwillingsbruder zu verlieren. Ganz abgesehen davon, wie sich die Mutter fühlen musste. Wenigstens hatte Johnny die Beta-Blogger, um die Erinnerung auszulöschen. Naja. Was soll ich dazu sagen? Am besten war gar nichts. Nicht, dass da noch viel wäre. Sie sind nur entkoppelt, nicht gelöscht. Irgendwo hier drin hat ein Nachhall dieser Erinnerung wahrscheinlich weiter existiert. Was ist mit der Mutter? Ich glaube nicht, dass sie Beta-Blogger genommen hat. Sieht aus, als wäre sie ein wenig durchgedreht. Ja, da wäre ich auch nicht mehr ganz okay, wenn ich hier mein eigenes Kind anfahre. Zumindest glaube ich nicht mehr, dass Joey nur ihr Spitzname Jenny war. Ja, nach all dem wissen wir es jetzt, ne? Es gab also nie ein Opi oder was? Aber wenn sie Johnny als Ersatz für Joey nimmt, was ist dann mit Johnny selbst? Hat sie den dann umgekrempelt, weil sie Joey lieber mag wie jetzt Johnny? Weil sie dann öfters hier eben Joey nennt? Komisch. Ich mag das hier nicht. Lass uns gehen. Oh mein Gott. Es ist sehr, 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 sehr schlimm, wenn das eigene Kind ist und dabei stirbt, wenn man es anfährt. Und da willst du doch echt nicht mehr leben dann.
Wie hat es die Mutter dann gemacht? Und ihm? Er hat ein Kindheitstrauma und wahrscheinlich hat ein Psychologe dann gemeint, man müsste das auslöschen, das Ganze, was er da erlebt hat. Um das zu verarbeiten, aber es ist ja nicht der Weg. Man müsste es theoretisch richtig verarbeiten. Ein Tod ist immer tragisch. Boah, Leute. Ich möchte so langsam nicht mehr, hey. Ja, er ist unser Ticket. Notiz Joey erhalten. Sieht aus, als wäre das nicht die einzige abgekoppelte Erinnerung gewesen. Seltsam. Es baut keine Barriere mehr auf. Mal nicht den Teufel an die Wand. Okay, hier in der tiefsten Kindheit noch. Mann, das musst du unbedingt auch erlesen. Ich meine jetzt echt mal, diese Serie ist einfach nur genial. Ich habe schon 3 Bücher einfach so weggelesen. Aber was liest du denn da? Animorphs. Okay, also Joey hat das Buch gelesen, Animorphs. Und Johnny wurde nachher gemeint, dass er das als Kind gern gemocht hatte. Also wurde er irgendwie umgekrempelt. Seine Erinnerung wurde gelöscht und ihm eine andere Identität aufgestempelt. Interessant. Es geht um eine Gruppe von Kindern, die sich in Tiere verwandeln und gegen Schnecken kämpfen, die deine Gedanken kontrollieren. Ach, dieses seltsame Alien-Zeug ist nicht für mich. Wieso nicht? Es ist der Hammer! Statt nur zur langweiligen Schule zu gehen, können sie zu Tigern werden, die große böse Aliens in Stücke reißen. Dabei machen sie dann immer so Gummigaul! Und dann kriegen sie Laser! Und dann alles so ping 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 ping. Lass das! Tja, Zwillingsbrüder. Du wirst schon sehen, Johnny. Eines Tages werde ich ein berühmter Autor. Dann schreibe ich die coolste Geschichte überhaupt und alle Kinder kriegen mein Buch umsonst. Ich werde uns reich machen und dann kaufe ich dir und Mom richtig dicke Villen. Wie willst du uns reich machen, wenn die Bücher umsonst sind? Umsonst für die Kinder. Die Eltern müssen bezahlen, ist doch klar. Klar, ich bin ganz sicher, dass die Eltern dir das Geld hinterher schmeißen. Was ist? Bist du immer noch sauer wegen neulich? Jetzt komm schon, ich habe als erster gesagt, dass ich den Zug haben will. Es war alles ganz fair. Was ist eigentlich mit deinem Preis passiert? Ja, habe ich verschenkt. An einen Penner? Pass auf, es geht nicht nur um neulich. Du weißt, dass du immer Mams Lieblings gewesen warst. Hey, das ist doch gar nicht wahr. Hey, das will ich an letzte Woche Weihnachten. Und letzte Ostern und als wir angeln waren und ja und. Okay, weißt du was? Du kannst meinen Zug haben, wenn du willst. Echt jetzt? Jep! Ich meine, nach deiner Logik wird sie mir einfach einen neuen kaufen, richtig? Hör mal zu, Johnny. Welchen Unterschied macht es schon, wem von uns was gehört? Alles ist meins. Alles, was meins ist, ist auch deins. Ich meine, wir können doch beide damit spielen, stimmt's? Stimmt.
Siehst du? Ja, ich meine, du bist mein Zwillingsbruder, Mann. Du bist wie ein Teil von mir. Ey, komm, lass uns die Nachbarn foppen. Ja. Warte mal, im Regen. Ja klar, im Regen, komm schon. Okay. Notiz, Animorphs erhalten. Ich habe denen jetzt halt beiden die gleiche Stimme gegeben, weil es sind ja eigentlich auch Zwillingsbrüder. Und bei Zwillingen ist eigentlich so alles gleich. Es sei denn, es sind natürlich andere Zwillinge. Also es gibt auch Zwillinge, die sich unterschiedlich aussehen. Mit das Eineiig und Nicht-Eineiig hier und so weiter und so fort. So. Also es gibt auch zweieiige Zwillinge sozusagen. Also er hat immer diese Animorphs gelesen, der Joey, und John hat sich dafür eigentlich gar nicht interessiert. Und da war es wahrscheinlich auch Joeys Wunsch, zum Mond zu fliegen. Und wenn man ihn so umgekrempelt hat, dass er praktisch wie Joey war. Und er hat sich aber nach den Beta-Blogger nicht mehr an das erinnern können, dann sozusagen an die Sache. Man hat ja also nicht vollständig umgekrempelt. Und das ist eigentlich, glaube ich, der Punkt, wo wir praktisch jetzt festgehangen waren dann. Dass wir nicht weiter konnten. Ja. Eine Story. Doch, echt. Gut. Ehe wir jetzt hier weiterfahren, würde ich sagen, machen wir wieder einen Cut in der ganzen Geschichte. Ich sag mal wieder meinen alten Spruch. Vielen Dank fürs Zuschauen. Weiter geht's beim nächsten Mal. Tschüss, sagt euer Lego.